Herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Ich bin immer noch in den Katakomben und am Kupferweg und stehe vor der Treppe zum Tempel der Voedica, wo ich laut Hauptquest mir Zugang verschaffen soll. Und das werden wir heute tun. Wir betreten heute wahrscheinlich die unterirdischen Tempelanlagen von Voedica unter Trutzbucht und erfahren, wie es weitergeht mit meinem Wächterfluch, sagen wir es mal so. Ja, Wächterfluch. So, warte mal. Stopp. Ihr müsst Informationen treten. Heilige Scheiße. Das hat mich erschreckt. Eieiei. Vor dir zeichnet sich das geisterhafte, hohle Bild des Mannes ab, der bei deiner Erweckung anwesend war. Er wirft ein blasses, fades Licht in den dunklen Korridor. Er begutachtet dich. Das fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. Aber ja, bei meiner Erweckung war der Kerl dabei. Der war der Redelsführer, könnte man sagen. You are from Kratom, my boy. Seine Worte sind das Echo einer lange vergangenen Zeit in deinem Geist. Und du kennst die Antwort, bevor du sie aussprichst, als hätte sie schon immer existiert. Was ist Kratom? Bin ich daher? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin anscheinend da geboren. A remarkable city, truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kratom. What made you decide to join our order? Was? Ich bin mir total überhaupt nicht sicher. Welchem Orden? Was bist du überhaupt für eine Erscheinung? Bist du so eine Art Hologramm, quasi so eine Art Hinterlassenschaft für Initiierte, die hier beweisen müssen, dass sie dazugehören? Oh, das könnte sein. Wir haben ja Angehörige seines Ordens gesehen. Wir haben ja Leute des bleiernen Schlüssels gefunden, also Leichen von so einer Person, eine Leiche von so einer Person. Du bist vielleicht das Sicherheitssystem hier unten, dass Initiierte hier reinkommen und von dir befragt werden. Und wenn sie die richtigen Antworten geben, dann kommen sie weiter. Wenn nicht, dann werden sie angegriffen. Was wäre die richtige Antwort? Ich werde das sagen. Ich bin ein armes Würstchen und nichts hat Sinn für mich gemacht. Und alles hat sich geändert, als euer Orden in meine Heimat kam. Denn das ist genau die Antwort, die so ein Kultanhänger geben würde. Wenn er ehrlich ist. Also denke ich zumindest. Tue ich vielleicht Kultanhängern Unrecht, aber das ist das, was ein Kult einem auf jeden Fall gibt. Little makes sense in the false context much of the world has lived under for so long. It is by the mercy of the gods that our faith has been able to reach so many of the heathen in more recent times. Are you ready to take the oath? To spread the word of the gods to the lost and heathen? Klar. Heilige Scheiße, ist das laut. Hey, ich will ein Tagebuch-Update, das mir das erklärt, bitte. Aber okay. Oh, da stehen Leute. Gehen wir mal weg von den Leuten und stellen fest, hier oben ist gar nichts. Oder hier oben ist doch was. Ich guck mal, ob ich geheime Sachen finde. Uiuiui. And the fire shows me something new. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Yes. Something over there. Something over there. What? Entschärf die Falle, du Depp. What is it? Ich bin auch doof. Warum mache ich sowas? Jetzt sind alle meine Leute verletzt. Weil ich auch ewig drin stehen geblieben bin. Mit doppelter Geschwindigkeit auch noch. Aber so ist das Leben wohl. Okay, cool. Das nehme ich mit. Klar, warum nicht? Dann haben wir doch hier schon mal ein Grab ausgeräumt, wenn wir uns auch reichlich dämlich dabei angestellt haben. Eine heimtückische Wolke. Das ärgert mich jetzt mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Aber los geht's, wir machen Level-Ups. Das ärgert mich wirklich. So. Ich habe 7 Punkte. Das passt ja ganz gut. Warte mal.
Athletik war das, dass ich weniger schnell müde werde. Da sollte ich vielleicht auch nochmal 2 Punkte rein versenken. Oder mindestens einen. Okay, nächstes Mal dann vielleicht noch einen. Werden wir sehen. So, was habe ich denn auf Stufe 4 gelernt? Eisenhaut klingt doch schon mal gut. Das klingt so ein bisschen wie Steinhaut. Ja, ich glaube, es ist auch Steinhaut. Quasi, ein bisschen abgeschwächt. Das sind Minolettas erschütternde Fluggeschosse. Ich dachte, die wären ein Stufe 3 Zauber. Die gibt's wohl auf jeder Stufe oder auf mehreren Stufen. Stufe 4 Zauber, der auch nochmal Schaden macht, okay. Verwirrung. Ich denke, das ist auch ein Baldur's Gate Zauber auf Stufe 4. Was mich immer wieder beeindruckt. Okay, die Gegner sind verwirrt. Verwirrung bedeutet, verhalten sich unvorhersehbar. Alle 6 Sekunden wird eine der folgenden Handlungen ausgeführt. Normalverhalten, einen Verbündeten angreifen, in eine zufällige Richtung gehen oder nichts tun. Also eine Viertelchance darauf, dass ich angegriffen werde, eine Viertelchance, dass sie sich gegenseitig angreifen und 50%, wo einfach nichts passiert quasi. Könnte gut sein. Was haben wir noch? Die Flammenwand. Ein fürchterliches, senkrechtes Flammentuch wird erzeugt, das jedem Brandschaden zufügt, der hindurchschreitet. Das ist ein Diablo 2 Zauber, hä? Flammenwand, ich meine Feuerwand hieß es da, glaube ich. Das könnte cool sein. Weil die Gegner kommen ja auch oft in so einer... Die stehen ja oft dämlich rum und vielleicht könnte ich da eine Flammenwand unter sie setzen und sie langsam verbrennen. Das klingt gut. Warte mal. Ich hab 2 Zauber, darf ich mir aussuchen. Was ist eine Zauberbuchprägung? Gewährt dem Zauberwirker Zugriff auf einen kostenlosen Zauber aus dem Zauberbuch des anvisierten Zauberers, wodurch er einen Zauber der Stufe 3 oder niedriger bewirken kann, der sich derzeit nicht in seinem Zauberbuch befindet. Sehr situationsabhängig, würde ich sagen. Lassen wir mal weg. Dimensionswechsel. Tauscht den Standort des Zauberwirkers mit dem eines Verbündeten, wobei eine Schockwelle zwischen ihnen erzeugt wird, die alle im Feuerbereich betäubt. Warte mal. Das könnte interessant sein, wenn ich quasi... Sagen wir, die Gegner sind in der Mitte und ich stelle einen meiner Zauberer hier hin, links und einen rechts, und dann machen die Dimensionswechsel abwechselnd aufeinander und die Leute in der Mitte bekommen Schaden. Das könnte cool sein. Ich weiß nicht. Ich denke, ich nehme das mal und ich nehme eine Flammenwand. Ne, das machen wir mal so. Warum nicht? Der Zauber hat mich jetzt neugierig gemacht. Und mit Alof lerne ich dann 2 andere Zauber. Hi. Und zwar direkt jetzt. Dann kann ich sie immer noch hin und her tauschen, wenn ich will. So, du kriegst auf jeden Fall Athletik. Ja, auch auf 4. Damit du weniger schnell müde wirst. Du lernst die erschütternden Fluggeschosse und was ist das wesenhafte Phantom? Ein Duplikat. Okay. Das könnte auch interessant sein. Halt einfach ein bisschen mehr Schaden über längere Zeit. Ja, wir lernen das Duplikat, warum nicht? Kurzfristige Entscheidungen sind toll. So, kommen wir zu dir, Kana. Was kannst du nochmal? Und in welche Richtung gehe ich mit dir? Du bist ein Gelehrter, also du brauchst wahrscheinlich auch Wissen und Intelligenz und so Zeugs. Du brauchst auf jeden Fall Athletik, ganz viel Athletik. Du bist nämlich immer der Erste, der müde ist. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal klar dann. Athletik! Ja, 4 ist schon mal ganz ordentlich. So, und du kannst einen neuen Vers lernen, eine neue Phrase. Der Fuchs des Bauern rannte und sprang. Tatütata. Reif und Frost. Ja, wir lernen, die Dutzenden. Wir lernen Reif und Frost. Ich muss es sowieso noch ins Buch eintragen, bevor es wirklich Wirkung zeigt. I'm ready. So, Palegina, du bist schon sehr athletisch, richtig? Aber das kann ich trotzdem immer noch weiter steigern. Andererseits kann ich wahrscheinlich auch Überleben steigern und dadurch effektivere Tränke und Verbrauchsgüter erhalten. Was sicherlich interessant ist, wenn ich die endlich mal benutze. Vor allem für den Tank, der vorne steht.
So, Paladin-Fähigkeiten. Was haben wir denn? Inspirierender Triumph. Das ist auch wieder was Passives. Inspiriert alle Verbündeten in seiner Nähe, wenn der Paladin einen Feind niederstreckt. Also ich denke, wenn er einen tötet, soll das bedeuten. Ich denke, du tötest relativ oft noch Leute mit deinem gigantischen Schwert. Das könnte also was sein. Ja, das ist wieder was Modales. Wiederbelebende Ermutigung. Was? Wiederbelebende Ermunterung. Ermöglicht einem bewusstlosen Verbündeten, sich zu erholen und stellt zeitlich begrenzt einen großen Teil dessen Ausdauer wieder her. Ja, das benutzen wir. Du bist mein Battle-Res-Paladin. Du kannst im Kampf jemanden wieder aufheben für kurze Zeit. Das ist doch schon mal interessant. So, jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Dann wollen wir uns mal diesen Leuten hier stellen. Ich habe ja wohl vorgegeben, ein Kultist zu sein. Vor diesem Gespenst hier. Ich bin gespannt, ob das weiterhin funktioniert. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber hey. Der Söldner beäugt dich misstrauisch, während du dich näherst, und hält seine Waffe bereit. Was machst du hier? Du siehst nicht aus wie einer dieser Maskierten. Entspann dich. Wie sollte ich sonst von hier wissen, wenn ich nicht hierher gehören würde? Und ich kann mich nicht maskieren, weil ich bin Gottähnlicher. Er denkt vorsichtig nach und nickt. Na gut, geh rein und melde dich bei der Akolytin. Denke ich, dass es das heißt. Oder bei Akolyphin. Die ist sehr dünn, die Frau. Sie wird dir dann eine Aufgabe zuweisen. Sie müssten gerade mit ihrem Treffen im großen Raum fertig geworden sein. Ja, soll ich dir dumme Fragen stellen? Ich stell dir mal keine... Ja, warte mal. Wahrscheinlich hält man ja auch neue Leute oft uninformiert, damit sie Angst haben und nicht drüber nachdenken können, was hier vor sich geht. Also es kann gut sein, dass ich noch gar nicht genau weiß, was hier vor sich geht, auch wenn ich ein echter Initiant bin. Deswegen ist das keine dumme Frage. Denke ich zumindestens. Ein Ratschlag, Freund. Stelle keine Fragen. Geh einfach und tu, was man dir sagt. Okay, einmal lasse ich mir das sagen. Ich bin ja lernfähig, also hinein. Okay, Söldner. Eine Urne mit einem Trank von Lengrafs verlegtem Bild. Das ist ein ziemlich cooler Name. Und 400 Goldstücken. Jaja. Kupferpant, ich weiß. Gehen wir mal ein bisschen hier rein und erkunden das Ganze. In keiner bestimmten Richtung. Okay, es scheint so eine Art Gemeinschaftsraum zu sein, mit Bänken zum Saufen. Und was haben wir hier? Urfels und Kupferdraht. Cool. Das scheint wieder ein bisschen ins Unzivilisierte zu gehen hier. Da sollte ich... Oh! Alof schwankt! Und führt eine Hand an seine Stirn. Hustend und plappernd taumelt er einen Schritt nach vorne. Back, you Claude! Those hooded fiends are not to be trusted! Okay. Wahrscheinlich ist das nicht, aber kein Grund, unfreundlich. Kana schaut zu Alof hinüber und legt die Stirn in Falten. Alof, geht es dir nicht gut? Er zieht eine Grimasse und schnappt nach Luft. Ist schon gut, ich bin in Ordnung. Er hustet wieder. Das hier ist wahrscheinlich nicht der beste Ort zum Reden. Bist du krank, Alof? Habe ich dich zu lange ignoriert? Nicht mit dir gesprochen. Wahrscheinlich. Ich laufe mal weiter in die Richtung. Sieht ja doch interessant aus hier. Warte mal, führt das in ein neues Gebiet? Oh! Von der anderen Seite der Tür kannst du Gemurmel und Gesänge hören. Anscheinend ist dort irgendeine Art von Ritual im Gange. Ich geh mal wieder. Was? Okay. Immer diese kleinen Zeiten, wo du keine Kontrolle über deine Gruppe hast, wo es eigentlich nicht nötig wäre. Ja, wofür war das jetzt nötig? Und der Dialog bietet mir an, eine Maske anzuziehen, also obwohl ich ein Gottähnlicher bin. Das finde ich interessant. Das werde ich dann wohl auch machen und da werde ich dann wohl auch alleine reingehen. Oh, Fleisch, Getreide, Käse und Öl. Ha, perfekt. Alles, was man zum Überleben braucht. Wer braucht schon Obst? Oh, hallo.
Wer bist du? Ein Initiierter, der eine Quest hat. Ich stehe erstmal ein paar Bücher hier. Okay, die Königin, wie immer. Das Buch stehlen wir und ich denke, wir... Oh, Ursprung des Reiches Edir, interessant. What? Ich denke, wir knacken auch diese Kiste. Vor deinen Augen. Stell keine Fragen. A simple test. Eda! Level up, dank Kiste knacken. Ja, das gefällt mir. Willkommen im nächsten Level, Eda, mein guter Mann. Du hast Überleben auch hoch, das finde ich gut. Dann steigern wir Athletik 1. Du siehst aus wie ein echter Ritter. Ja, total. So, was lernen wir jetzt? Gepanzerte Gnade zum Beispiel. Okay. Ach, weniger Erholungsmalus. Okay, könnte interessant sein. Was haben wir denn hier? Ritter. Waffenspezialisierung auf Streitaxt, Schwert, Morgenstern und Armbrust. Abenteurer wäre Mordaxt, Panzerbrecher, Streitpflege, Zauberstab, Kriegsbogen. Also es ist sehr interessant aufgeteilt alles. Edelmann. Dolch, Rapier, Streitkolben, Zepter und Stab. Ich habe mich hier immer ein bisschen zurückgehalten, eine auszusuchen, obwohl es mir schon mal empfohlen wurde, weil ich habe Angst, dass ich dann einfach nicht die richtige Waffe finde für den richtigen Mann. Weißt du? Dass ich mich verskille sozusagen. Und 15% Schaden sind jetzt auch nicht so viel. Was ist unbeugsam? Okay, Der Kämpfer bezieht Stärke von seinem eigenen unbezwingbaren Geist, wodurch er 50% der in einem Angriff, verlorenen Ausdauer regeneriert. Ja, in einem Angriff, das ist natürlich nicht so viel dann. Sicheres Zielen, das könnte gut sein. Diszipliniertes Bombardement. Einmal pro Begegnung mehr Genauigkeit. Beschützerhaltung. Vertreibung und rein ins Getümmel. Ich denke fast, ich nehme rein ins Getümmel, weil ich sehen will, wie es aussieht. Der Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind in unmittelbarer Nahkampfentfernung. Das klingt cool. Nehmen wir. Willkommen auf Stufe 12, mein guter Freund. What? Willkommen auf Stufe 12, habe ich gesagt. What? 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 Reden wir mit dem Initianten hier. What is it? Der scheint ja irgendwas zu wollen. Hail, Traveler. Eine einsame männliche Gestalt schreitet vor und zurück, tippt mit den Fingern und murmelt sich in den Bart. Er schreckt auf, als er dich sieht, die Hände auf der Brust. Bei der Flamme! Nein. Bei der Flamme, du hast mich erschreckt. Ich höre ja schon auf. Wo ist deine Maske? Ich setze zum Treffen auf. Die kratzt total. Nun, pass auf, dass sich die anderen drinnen nicht ohne Maske sehen. Sie legen viel Wert auf Anonymität. Was machst du hier? Er läuft weiter auf und ab. Ich habe die Passwörter geübt. Ich kenne sie in- und auswendig. Aber ich werde jedes Mal so nervös, wenn ich daran denke, sie der Akolytin zu nennen. Oh, Jackpot. Jackpot. Du kannst mit mir üben, wenn du willst. Na gut. Er beginnt mit einem tiefen Atemzug und flatternden Händen. Es geht los. Erste Frage. Nenne deinen Namen. Upsala. Gegen das Mikrofon gestoßen. Erste Frage. Nenne deinen Namen und dein Ansinnen. Antwort. Mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. Zweite Frage. Welche Gesellschaft suchst du? Antwort. Ich suche die Gesellschaft der Schatten, auf dass unsere Anstrengungen geheim bleiben. Dritte Frage. Erzähl mir von deinen Anstrengungen. Antwort. Zu sehen, dass das Werken von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. Okay, was bedeutet das? Die ersten habe ich noch so hingenommen. Mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. Das ist dann halt die Frage, welche Götter meint er? Die Gesellschaft der Schatten, das habe ich mir erklärt mit wir tragen alle Masken und bleiben anonym. Aber jetzt die dritte. Zu sehen, dass das Werk von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. Bist du gegen Beseelung?
Ist das die Aussage davon, die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben? Keine Untoten? Ist das, was ich darunter zu verstehen habe? Ich denke, wir werden es rausfinden. Wie erfahren wir von deinem Ansinnen? Ihr sollt es erfahren durch das Geständnis meiner Zunge, die Taten meiner Hand und den Eid auf meiner Seele. Rätsel über Rätsel. Die Knochen, welche die Götter vergraben haben. Alles sehr dramatisch, was? Oh, Verzeihung. Bitte fahr fort. Fünfte Frage. Und wie wird dein Eid bewahrt? Er ist durch den bleiernen Schlüssel versiegelt. Na, das war nicht so schwer. Mach nochmal. Also gut. Okay, mach nochmal. Es klingt so, als hättest du es verstanden. Natürlich, glaube ich. Er beißt sich auf die Lippen. Ich werde einfach vor dem Treffen noch ein wenig weiter üben. Brauchst du sonst noch was? Ich bin bald bereit für das Treffen der Initiierten. Ehrlich. Na, erzähl mir nochmal allgemein was vom Treffen. Das ist wohl dein erstes Mal. Die Akolytin kommuniziert individuell mit jedem von uns, um von unserem Fortschritt hinsichtlich aller Aufgaben zu erfahren und uns neue zuzuteilen. Er schüttelt sich mit einer Mischung aus Vergnügen und Furcht. Es ist ein einzigartiger Prozess. Sie ist ein Medium, deshalb kann sie ohne Worte zu einem sprechen. Faszinierend, bis man realisiert, dass sie womöglich ganz leicht deine Gedanken lesen kann. Oh. Was weißt du über die Aufgaben? Er lacht nervös. Nur das absolut Nötigste. Wir schützen die Geheimnisse der Götter, daher ist Diskretion maßgeblich. Er fuchtelt zwischen euch beiden mit der Hand. Wir erhalten unsere Anweisungen von der Akolytin, sowie sie ihre von jemand anderem erhält und so weiter, bis hinauf zum Großmeister. Unsere Aufgabe ist, zu gehorchen und dabei so wenig wie möglich über den Gesamtplan und über jeden einzelnen von uns zu wissen. Eine richtige Geheimdiensttaktik, die die Leute da anwenden. Gefällt mir. Sehr kompetente Gegner wohl. Mal davon abgesehen, dass ich einfach reinmarschiert bin. Erzähl mir von den Geheimnissen. Ja, ich bin mir nicht sicher, dass er das machen kann. Ja, wir bohren lieber auf die Art und Weise. Wie kannst du dir sicher sein, das Richtige zu tun, wenn du nur so wenig weißt? Das ist einfach. Den bleiernen Schlüssel gibt es schon seit Ewigkeiten mit dem Segen der Götter. Du musst dich nur umschauen, um die Gefahren zu erkennen, die lauern, wenn man versucht, göttliche Macht an sich zu reißen. Durch das Töten eines Gottes im Krieg des Heiligen wurden wir alle verflucht. Und die Irrlehre der Beseelung hat die Dinge nur noch verschlimmert. Versuche, eine Seele zu ersetzen und du wirst unaufweichlich ein Monster schaffen. Das war allen eine Warnung. Es gibt Kräfte, die wir nicht besitzen sollten. Ah, ich verstehe also jetzt, wer ihr seid. Da lag ich ja dann gar nicht falsch. Ich habe ein bisschen Angst vor der oberen Option hier, aber erzähl mir doch mal von den Geheimnissen. Er weicht zurück. Du solltest gar nicht erst fragen. Was auch immer sie sind, sind aus einem bestimmten Grund Geheimnisse. Unsere Aufgabe ist, sie zu schützen und nicht sie zu kennen. Ich verstehe. Uns wurde eine wichtige Arbeit anvertraut. Es ist eine Ehre, aber nicht ohne Herausforderung. Mach's gut, üb mal weiter. Du warst sehr hilfreich. Ich kenne jetzt schließlich die Antworten auf das kleine Quiz, das mir gestellt werden wird. Zumindest wenn ich sie mir behalten kann. Das ist eine gute Frage. Kann ich mir das behalten? Vor allem, wenn ich jetzt die Folge beende und nächstes Mal weitermache. Das werden wir sicherlich erfahren. Bis dann!